Avada Kedavra. Simsalabim. Das hört sich russisch an. Das ist Harry Potter, Mensch. Ja, sag ich doch, russisch. Harry Potrov. Die Kammer des Wodkas. Der Wodka-Keller oder so. Kammer des Schleckens. Okay, nee, ich glaube, das ist ein Pornotitel, oder? Ja, ich wollte gerade sagen. Könnte gut sein. Ja, wir kommen zurück zu Galaktikraft mit Raffi. Und Chavo. Richtig. Unserem Special Guest heute. Chavo ist auch mal wieder dabei, ausnahmsweise. Ja, das Internet, das müssen wir richtig ausnutzen. Oh yeah. Oh yeah. Obwohl ich keine Lust mehr habe. Was? Nein, ist natürlich gelogen. So, was haben wir denn vor? Ich habe einiges vor, geschaut bei dir aus. Diese Fliegen, ja, ich wollte mir nur einen Zauberspruch machen. Achso. Ja, ich wollte auch einen Zauberspruch noch machen. Das ist ja cool. Ja, ich wollte mal einen total unnötigen machen, und zwar Light. Was ist das? Das ist so einer zum Abnehmen, so ein Light-Zauberspruch. Das ist unter, habe ich vergessen, unter Utility, das dritte direkt von oben. Also einfach Touch. Die Linie runter. Wizards Autumn, Light Binding. Wizards Autumn. Plant, Plow. Night Vision, True Sight. Invisibility. Ich will eigentlich runter zu Rift, weil ich nicht weiß, was das ist. Mach ich dann Portale? Das ist ja geil. Genau. Und mir ist auch Telekinese. Ich glaube, ich mache Self Regeneration und Heal. Oh, das gibt auch Recall. Geil. Ich weiß nicht, wofür das ist, aber... Film? Ja, Total Recall. Aber ich dachte eher so an DSDS oder sowas. So. Du bist im Recall. Ich weiß, das habe ich gezaubert. Gut, wie ging das nochmal? Ich habe das total vergessen. Oh, nee. Oder das ist mir jetzt schon zu aufwendig. Drei Papeur und ein Ledeur. Dann brauchst du ein Bug und Quill. Das heißt, ich brauche noch einen Inksack, ne? Ja. Und eine Feder. Ist da noch eine Feder. Inksack. Ist da noch eine Feder irgendwo? Nein. Hast du die letzte genommen? Ja. Oh mein Gott. Ich helf dir aber suchen. Herr Schavo. Was denn? Nix passt schon. Ich bin voll stolz auf dich. Hä, wie geht denn das mit dem... Hä? Mit der Feder. Hä? Achso, ich muss das alles einfach zusammen reinschlagen. Ah, hä? So. Es ist Nacht. Warum gehen wir nachts raus? Keine Ahnung. Ich gehe jedenfalls jetzt einen Chicken finden. Ich auch. Ich gehe es vor dir finden. Das wäre natürlich schon nett. Das finde ich sozial von dir. Ich bin auf jeden Fall auf dem Weg. Ich hoffe, das geht so. Ja. Hühnchen! Also wie lockt man Hühnchen an? Mit Karotten, oder? Nein, so von den Geräuschen her. Boga? Boga? Oh, wie ich noch XP sammle hier für mein Level. Ich will hier der Master Wizard werden. Der stärkste Wizard im ganzen Land. Gibt es in der Nacht überhaupt Chickens? Ah, ich habe welche. Willst du Dumbledore werden, oder? Ja. Schön. Oh, was ist denn das für eine Höhle? Aber ich hab keine Feder bekommen. Muss ich die scheren? Nicht, oder? Au, nein. Das ist halt nicht eine 100... Warum? Ich habe jetzt 3 Chickens gekillt und keine Feder bekommen, Schavo. Warte, ich muss essen. Es ist ziemlich dunkel, man sieht nichts. Ich habe eine Feder. Ich habe eine Feder, Schavo. Oh mein Gott. Boah, und ich werde ja penetriert von einer Fliege. Das ist echt... Was? Das ist Folter. Von einer Fliege? Ja, also nicht im Spiel. Ich wollte gerade sagen, eine Fliege macht doch nicht so viel Schaden. Seelischen Schaden macht die. Achso, okay. Das ist der schlimmste Schaden. Ich habe noch einen neuen Lebensbalken, seelisches Leben. Okay. Da habe ich gerade Schaden erlitten. Ach, verdammt. Musst du einen Seelentrank trinken? Ich wusste, es war keine gute Idee, nachts rauszugehen. So. Ey! Wie du mir einfach nur im Weg stehst, ne? Wie du mir einfach nur im Weg stehst, gell? Ich lieg im Bett. Schön für dich. Ich sehe nichts außer meinen Kopf. Du bei mir schwebst einfach in der Luft über dem Bett. Oh, das ist aber schön. Ja. Liegst du auch im Bett? Ja. So, genau, Buch und Quill, jetzt habe ich da alles. Ja, genau. Wenn ich mich recht daran erinnere, dann muss man das hier reintun. Genau, dann kann ich hier Self. Wie muss ich das hinmachen? Ich hab's vergessen. Anklicken, dann runterziehen. Runterziehen, da. Runternehmen, ne?
Self-Physical Damage. Self-Fire Damage. Oh, cool. Oder heißt das, du machst eine Spontanentzündung oder was? Self-Color, soll ich das mitnehmen? Ich mach mal Heal und Regeneration. Zack. Ja, passt, oder? Ja. Und dann das Buch benennen und rausnehmen, ne? Sexual Healing. Achso, nein, das war falsch. Ja. Healing. So, und dann. Ja, brau. Hast du es? Ja, ich hab's. Jetzt hast du es rausgenommen. Jetzt ja. Darf ich, ne? So, dann mache ich. Touch. Nein! Okay, das I kann man touch vergessen. You. Was? Kann man vergessen. Was denn? Ja, das. Braucht man da zu viel Zeug für? Nee, aber dafür braucht man Essenz und ich weiß nicht, wie man Essenz bekommt. Touch Dick. Das klingt ein bisschen fies, ne? Deswegen werde ich das mal nicht machen. So, Touch Color mache ich einfach mal und Touch Light. Und dann gucke ich mir einfach mal an, was da passiert. Shapes, Components, Modifiers, Talents, Mobs, Structures, Gateway. Ah, Gateway. Ich brauche einen rohen Fisch. Ah, sonst ist es bei mir nicht so schwer. Ein Sunstone brauche ich. Was ist denn? Hatten Sunstone. Wir Sunstones schon mal? Ja, ich glaube, da habe ich einen. Brauchst du keine Essenz oder sowas? Eine Sunstone? Wo hast du denn eine Sunstone? Musst du, wenn, aus einer Kiste haben, oder? Sunstone? Nee, das ist, das war doch die Lava, oder? Dieser Lavastein, den ich mal in der Lava gefunden habe, im Nether. Ach, stimmt, die können das sein, ne? Stimmt. Ja, doch, ich sehe einen, ja. Hast recht. Ich brauche, glaube ich, keine Essenz. Nee. Oh Mann, warum brauche ich wieder Essenz und du nicht? Ja, weil ich voll den Bullshit-Zauber habe. Ja, was hast du jetzt genommen? Ja, Touch und dann Color and Light. Ich will nur gucken, was damit passiert. Ey, es gibt ein Slipstream Generator, sehe ich hier gerade im Arcane Compendium. You have managed to create a device that can project a cushion of air around you to make you float upwards or gently lower down towards the ground. The machine works on mages above it. Not vertical range intestine. Ah, okay, das lässt sich praktisch so nach oben oder nach unten fliegen. So, ah, okay. Zu gravitaten, das ist so für Stockwerke oder sowas. Das ist echt cool. So, ich brauche aber nicht Arcane Reconstructor. Was ist das? Ich glaube, ich baue mir eine Kiste, damit ich immer weiß, wo ich meine Klamotten habe. Essence Refiner. Oh Mann, was brauche ich denn dafür? Ich weiß es nicht mehr. Da muss ich irgend so ein Altar muss ich bauen. Crafting Altar? Nee. Und dann musst du da wieder dieses blaue Wasser drunter tun und Blium, Blum, Blub und so weiter und so fort. Und das ist, weiß ich jetzt gar nicht. Ich tue mein Buch einfach mal zu den anderen Büchern dazu und mach später oder so. Nachdem ich mich informiert habe. Ja, ich denke, ich werde das jetzt auch nicht machen, weil das. Ich brauche erstmal rohen Fisch und ich brauche noch eine Feder und das heißt, ich brauche erst angeln gehen und. Das ist voll kompliziert. So eine weiße Rune. Ich kann zumindest ein paar Sachen schon mal sammeln. Vintium Dust. Haben wir Clay? Clay. Das ist der Rest natürlich alles unten, ne? Das ist ja auch unpraktisch. Haben wir noch Essen? Ah, hier ist noch Wheat. Zack. So, ich gehe mal in irgendeine Höhle, ja, irgendwo. Ja, ich komme auch direkt hinterher. Weit, weit weg. So ein bisschen Abwechslung muss sein. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann kommt der Schavo von ganz allein. in die Höhle meine ich natürlich. Ja, das ja. Hast ja, du schon wieder gedacht. Genau, genau. Perverser Sack. Ich habe keinen perversen Sack. Oh, ich habe aber voll die geile Höhle gefunden. Da gehe ich jetzt wieder rein. Das ich habe auch eine coole Höhle gefunden. Meine ist cooler. Nee, das ist cooler. Gar nicht. Doch. Bei mir ist es viel kälter. So. Okay. Bin ich ehrlich gesagt nicht neidisch drauf. Wenn ich sie wiederfinde. Doch, hier war das. Ha! Oi, das ist hier eine fette Höhle. Oh, ist so geil hier drin. Meine ist viel fetter. Oi, das ist cool hier. Ich wünsche, du wärst hier. Ich habe die fetteste Höhle. In der ganzen Hood. Oh, was für Cheese hat. Das einzige Fette, was du hast, ist deine Mutter. So. Entschuldigung, der war so gemein. Wollte ich gar nicht. Aber irgendwie war der lustig. Oh, Eisen! Was? Oh, Viecher. Nein, ich will auch Eisen finden. Ha. In meiner fettesten Höhle gibt es viel mehr Eisen.
Hallo Creeper. Was geht? Ich kann hier wieder meine Magic Spells benutzen. Hier ist es so dunkel, weil hier keine Lava ist. Ich mag Spalten mit Lava viel lieber. Brennende Spalten. Brennende Spalten. Kannst du zum Arzt gehen, wenn deine Spalte brennt? Ja, meine Spalte brennt eigentlich nie. Liegt auch daran, dass ich nicht so Spalten habe. So klassische. Nicht? Nee. Okay. Sollten wir das Thema wechseln? Meinst du? Schönes Wetter heute, oder? Oh, brennt so ein bisschen auf dem Kopf. Oh, Zombie. Ich bin fast tot, sehe ich gerade. Was? Ich habe auch zu wenig Essen. Wir müssen mehr Essen machen, Raffi. Das kleine Feld bringt es irgendwie gar nicht. Ja, wir müssen das Feld einfach immer erweitern. Wir haben eh genug Seeds. Aber du bist immer zu voll mit deiner Hoe, da irgendwie was zu machen. Ich habe überhaupt keine Hoe mehr. Was? Kannst du selbst eine Hoe bauen? Ja, es ist halt gesagt, dann hätte ich das gemacht. Prostitute. Gibt es irgendwie eine bessere Möglichkeit, Essen zu holen? Ich weiß gar nicht. Tiere töten geht auch ganz gut. Ja. Habe ich mal so gehört. Soll so ein Insider-Trick von Überlebenskünstlern sein. Ja, weiß nicht. Ja, meinst du? Die droppen aber nicht 100% Fleisch. Die Überlebenskünstler? Das stimmt. Wie überall Skelette mit Rüstungen sind und so. Voll OP. Ja, die Monster sind stark, ne? Deswegen halte ich mich immer fern. Ich halte mich in Spalten versteckt. Das dachte ich mir schon. Oh, hier geht's nach unten. Hier sind Creeper. Wir bräuchten aber wieder Diamanten. So, ne? Mit einem ist irgendwie ein bisschen wenig. Ja, doch, da kann man sich ja immerhin eine Schaufel von machen. Oh. Und einen halben, was hast du? Was haben wir neulich gebaut aus zwei Diamanten? Hilfe! Achso, das ist Wasser, deswegen krieg ich hier Schaden. Hahaha. Du musst jetzt aufpassen, gell? Wie viele aushält? Was? Stirb doch! Was hat der für eine OP-Rüstung an? Hier ist das gleiche. Ich glaube, voll Stahl oder so. Ja, so weiß mit schwarzem Rand oder sowas. Ja, das ist Stahl. So, tot. So, Kupfer brauchen wir bestimmt auch noch eine Menge. Nein, hier ist eine Sackgasse. Halbes Herz. Tot. Nein. Bravo. Ah. So, was bin ich? Ich bin der Blaze. Ich weiß genau, wo ich hin muss. Toll, jetzt ist alles weg, ne? Ich nehme mal so ein bisschen Notausrüstung. Ja. Eisen. Wo bist du drauf gegangen? Also weißt du, wie du wieder hinkommst? Ja, das war nicht weit weg. Ja, dann dürften deine Sachen ja nicht weg sein. Hoffen wir nicht. Ich hoffe, ich für dich. Weil da war halt Wasser in der Nähe. Ich glaube, ich muss mich doch mal verwandeln. In ein Bett oder so? Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob mich auch Wasser getötet hat. Nein, da stand der Creeper. Drowned, ne? Oder stand nicht drowned? Da stand der Creeper. Ne, drowned while trying to escape Creeper. Ach so. Der Creeper hat mich nicht umgebracht. Dann bist du wohl gedraunt. Ich habe mich getraut. Mit wem hast du dich getraut? Wieder was aufzunehmen. Mit dir, was? Mit der Edeltraut. Edeltraut. War aber gar nicht so edel. Nicht? Also, wenn man die Geschichte heute hört, kommt einem das nicht so edel vor. Ich will vor allem meinen Zauber wieder. Nee, jetzt nicht. Achso, es ist Sulfur. Ich dachte schon, ich habe Gold gefunden. Voll der Cockblock. Cockblock. Hm, kennst du es nicht? Nein. Ah! Oh, wie viele Eier. So, ich hoffe, das wurde jetzt nicht in die Lava gespült. Ich schon. Ja. Ah, nee, schon wieder so ein Zombie mit voller Stahlrüstung. Und vollem Stahlschwert auch noch. Wie unfair ist denn das? Meine Pickaxeln sind weg. Oder liegen die hier oben irgendwo? Zombie? Das ist aber doof. Zombie. Da liegt noch was. Zombie. Aha! Ich bin Magie, Alter. Keine Chance gegen meine Magie. Ich bin Gandalf. Der Graue. Bäm, ich glaube, ich habe alles wieder. Nice. Oh, Emeralds! Das haben wir doch für irgendwas gebraucht, oder? Emerald? Ja, für die Sinks oder so. Ah, stimmt, genau. So? Oida, wie ich hier regle. Wie ich mich erinnere, hallo? Das muss auch mal beachtet werden. Ich dachte, jetzt kommt echt mal ein Lob, aber nö. Dein Hirn und mein Skill. Gehirn. Ja, ich habe heute schon Lernsaft getrunken. Karottensaft? Nein, Lernsaft. Okay. Kennst du keinen Lernsaft? Nee. Na, aus Hopfen und Malz macht man Lernsaft. Ach so, ja, das ist ja Standard bei uns in Bayern. Das ist Wasser bei uns. Morgens zum Müsli, weißt du?
Erstmal so ein Weißbier. Das kommt bei uns aus dem Wasserhahn. Da, damit wird auch die Toilette abgeschmiert. Ja, genau. Schön. Ja, finde ich auch. Also, wir haben es gut hier. Und wie ist das, wenn ihr so den Pool voll macht? Das kommt ja dann aus allen Wasserhähnen, ne? Ist das dann so ein Bierpool? Ja. Das klebt aber, oder? Nee, es passt schon. Meinst du? Ich glaube, das ist ziemlich eklig. Nee, glaube ich nicht. Meine ich nicht. Ich bin in einem ist voll die coole Hülle. Das erinnert mich an so eine, keine Ahnung, so an die Hüllen aus der Alpha oder sowas, die waren ja auch mal voll fett und voll geil irgendwie. Das ist total erstaunlich, weißt du, das wurde alles geändert, um es ein bisschen spannender zu machen, und heute denkst du dir, boah, geil, eine Alpha-Höhle. Ja. Also außer, Moment mal, jetzt mal gerade, halt, stopp. Das ist wie Vanilla Minecraft und du hast keinen Einspruch erhoben. Was hast du mit Raffi? Unfall? Der ist umgefallen, der Arme. Ja. Ich hoffe, der hat sich nicht verletzt. Ja, warte, ich komm gleich wieder, gell? Protect mich mal kurz, bitte. Ja, ja, wo bist du denn hin? Ja, auf Toilette? Warte mal ganz kurz. Ja. Okay, Raffi ist weg. Das heißt, ich bin jetzt alleine. Boah, wenn ich jetzt wüsste, wo der wäre, dann könnte ich den wenigstens so ordentlich mal richtig fies. Das ist aber irgendwie komisch, wenn der Raffi nicht da ist. Jetzt bin ich ganz allein. Ja, würde ich auch sagen. Da stimme ich dir zu 100% zu. Dass Creeper sehr nervig sind. Ich habe dich gerade ausgeraubt. Hab dir alle deine Emeralds weggenommen. Nein. Oh, eine Fliege. Schön wie... Ich krieg dich noch. Du bist nicht schlauer als ich. Okay, jetzt gerade die Schlacht hast du gewonnen, Fliege, aber die nächste, den Krieg wirst du verlieren. Weil wir wieder so ein Earth Elemental ist, wie immer das heißt. Diese schwarzen Steinteile da, weißt du? Earth, die haben wir noch gar nicht. Wir haben nur Water. Oder nein, die von ganz am Anfang, die so viel aushalten. Achso, ja gut, das hast du getötet, ne? Ich habe das ja noch gar nicht getötet. Ich brauche das auch noch. Ich hab's jetzt mitgenommen, aber. Egal. Die werden ja nicht das letzte Mal da sein. Doch, glaub schon. Ich habe. Doch, das war das letzte. Ich habe soeben die Earth Elementals ausgerottet. Die ganze Population vernichtet. Oder wie halt Englisch-Profis sagen, Earth. Earth Elementals. Mein Inventar schon fast wieder voll Schabe. Und ich habe noch mehr Emeralds gefunden. Also einen. Echt cool. Ja, du bist ja richtig gut dabei. Eisen. So, was gibt's hier Feines? Also ich glaube, Eisen ist so das Wichtigste, was wir finden können. Ja, das lass ich. Obwohl, Redstone nehme ich mal besser mit, ne? Ah, ja, stimmt, da war ich hier. Nein! Auch. Nein! Gehst du schon wieder drauf? Ich brenne! Puh, ich bin gelöscht. Oh! Warte, aber ich muss mich um die Fliege kümmern. Ich verliere diese Schlacht schon wieder. Das ist grausam. Das aber hat sich brutal angehört, schau mal. Ja, das tut auch ganz schön weh. Achso, ich dachte, du hast so eine elektrische Fliegenpatsche oder so. Ja, das wäre... Das ist zu wenig. Ich habe so einen Elektrogrill in der Hand und schwinge mit die Luft. Ach Mann, das ist voll die geile Höhle hier. Nicht nur damit du neidisch wirst, sondern es ist richtig fett und richtig viel Zeug hier über. Richtig fett? Ja. Mama sagt, das ist gar nicht fett. Oh, hier geht's schon wieder in die nächste Höhle rein. Boah, meine Höhle ist viel krass geiler. Ich bin hier auf... Ich sag das nicht nur, um dich neidisch zu machen, sondern... Ich bin hier auf Höhe 15 dauerhaft und das ist volles fette Höhlensystem. Ich bin auf Höhe 13 dauerhaft. Mhm. Ja, ich auch. Also halt auf Lava-Höhe halt. Ja, ich auch. Lava-Höhe. Ich hab schon wieder Hunger. Ich hab Diamanten. Brote. Und Redstone. Und... Nee, ist es Sulfur oder ist es Sulfur? Ja, wollte gerade sagen. Nochmal kann ich mich nicht verarschen. Nein, hier ist Wasser, Schabo. Wie umgehe ich das Wasser? Ah, Creeper in der kleinen Höhle. Der Arsch. Der wollte mich verarschen. Das hat ihm fast geklappt. Komm her. Friss Zauber. Heide, wie cool ist denn das bitte? Wenn du so halb in der Lava drin bist und so halb draußen, kannst du unter die Lava schauen. Und siehst, was in der Lava so alles drin ist im Boden. Okay, cool. Warte, die Fliege. Was ist das hier?
Ja, Schafe. Schlägst du Enten? Also ja. Ich schlag ja Fliegen, aber schlägst du Enten? Oh, ein Topaz, cool. Wo ist das Item hier hin? Was war denn das? Keine Ahnung, was das war. Eisen. Ich möchte jetzt Diamanten, ich bin auf Höhe 10, das habe ich mir verdient. Ich bin auf Höhe 14, 15, 13. Das ist viel zu hoch, viel zu hoch. Da findest du nicht genug. Bis 12, oder? Dachte ich. Was? Bis 12, dachte ich. Bis 12. Oder? Um die 12, aber viel höher nicht, oder? Ja, sag ich ja, bis 12. So 7 bis 12 oder sowas. Ach so. Ich dachte, du kommst jetzt von oben, weil du drüber bist. Nein. Ich dachte, du überlegst dir ja da schon wieder eine Ausrede, wie du dich besser stellen kannst. Nein. Nein. Das wird nie tun, ne? Nein. Ist hier Gold? Ich habe Gold gefunden, aber nichts im Inventar frei, deswegen ist es gerade in die Lava gefallen. Tü-tü. Was schmeiß ich denn weg? Sulfur? Es gibt zwei verschiedene Sulfur, gell? Es gibt auch zwei Kopper, ne? Das sind alles so diverse Mods, die eigentlich das gleiche bringen zum Teil. Hm, schade. Kupfer. Das ist ja echt eine gute Hülle. Ich weiß aber noch immer nicht, wie man Waypoints macht, also von daher. Aber ich weiß, wo es ungefähr war, oder weiß ich das? Meine ist jetzt mit einem Todespunkt versehen, das ist ziemlich praktisch. Zwar findest du aber nicht mehr zurück nach Hause. Stimmt, da war vorher mein Todespunkt. Ja, es ist nicht weit. Ich denke, das kriege ich hin. Meinst du? Ja. Aber echt? Ich habe nur noch so wenig zu essen. Ich glaube, ich muss gleich nach Hause. Was ist das? Ah, das ist Topaz. Den nehmen wir doch auch gleich noch mit. Bestimmt wichtig für irgendwas. Den braucht man doch für die Spells, oder? Ja, auch. Deswegen, ich sammle das auch schon. Ich hätte jetzt gerne mal einen Spawner. Das finde ich immer noch so am coolsten, weil da immer neue Sachen drin sind. So blaue Orbs. Bestimmt hast du schon 3 Spawner gefunden und die ganzen blauen Orbs an dich gerissen. Nein. Das kann man jetzt so auch nicht sagen. Hast du nur blaue gefunden oder auch rote und grüne? Ich hatte nur blaue gefunden. Mhm. Ja. Sicher. Ich sage das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Okay. Dann glaube ich dir mal. Für ein paar Sekunden. Vielleicht. Du Narr. So, noch Redstone mitnehmen und Eisen und dann können wir Stopp hier machen, oder? Was sagst du? Genau. Ja, die Ente hat gesprochen, von daher müssen wir. Die Ente regiert. Wie viel Redstone hier ist? Jetzt muss ich erst, werfe ich die Arrows auch noch weg. Boah. Und dann müssen wir aber auch nochmal sagen, dass hier bald mal gefälligst Kommentarfragen angetanzt kommen sollen, ne? Das, ist ja nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist echt nicht wahr. Das hat keiner verdient. Keiner von. So. Ah, Gold, oder? Oh, Gold! Und Scheiße. Gold und Scheiße. Nee, da kam so Öl raus. Das tut ja auch weh. Öl? Bist du sicher? Ja. Hast du einen Eimer? Nimm mal mit, das ist Wasser. Ja, aber es tut trotzdem weh. Oh, achso, du bist ja eine. Blaze. Wäre cool, wenn das direkt instant explodiert, wenn das Öl wäre. Das wäre cool. Das wäre voll cool, Schavo. Also, ich fände das sehr cool, ja. Vor allem, wenn das nicht du wärst. Hm? Ja, doch. Hallo, ich bin schon gestorben. Ich habe mein Fett heute schon weg. Du bist aber selber schuld. Du musst jetzt deine negative Sterbeenergie nicht auf die anderen projizieren. Hä? Ich projiziere gar nicht. So, ich habe genug. Ich glaube, ich komme zurück. Ja, ich wollte dich auch langsam nach außen bauen, aber irgendwie ist ja noch so viel Kupfer gerade. So, wo war denn hier das Lavabecken zum Orient? Ich muss da runter, ne? Ich sehe das schon. So, ich baue mich mal nach draußen. Einfach nach oben, glaube ich. Oh, und dann mache ich mir so einen fetten Cobblestone-Stift hin, damit ich den wieder zurückfinde. Ist das nicht geil? Cobblestone-Stift. Ja. Weißt du, was behindert wäre, wenn ich mir jetzt nach oben buddel und irgendwie unter dem Meer rauskomme oder sowas? Das ist ja blöd, aber würdest du das nicht vorher sogar sehen? Keine Ahnung. Ich hoffe einfach mal. So. Ich weiß, wo ich bin. Hier ist noch viel zum Erkunden. Das heißt. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Ich höre Wasser. Ich bin da. Das macht mir Angst, schau, wenn ich Wasser höre. Ich baue mir hier vorsichtshalber eine kleine Höhle, wo ich dann rein kann.
Komm, ich schaffe noch ein Level. Oh ja, ich bin direkt unter dem Meer, oder? Oder? Und ein Erfahrungspunkt. Bäm. Level 14. Wo bist du denn? Ja, keine Ahnung, wo ich bin. Ich hoffe mal, ich baue mich jetzt hier gerade nach draußen. Ah, hier geht's raus, oder? Ah, nein, Wasser. Nein. Das ist knapp. Alter. Hast du dich jetzt ernst durch Wasser gekämpft, oder was? Ja, das hat voll weh getan. Ich hätte mich einfach vorher mal in eine Fledermaus verwandelt. Das stimmt natürlich. Weil vor allem die schwimmt oder die fliegt sogar durch Wasser. Das ist sehr praktisch. Das geht ja, sehr schnell. Warum hast du mir das nicht früher gesagt? Ja, du willst das sonst immer so auf 9-mal schlau tun. Wegen dir wär ich fast drauf gegangen. Wegen mir? Ja. Hättest du mich retten können, Javo. Nein, das stimmt nicht. Ja, ich hab's überlebt. Ich konnte nichts mehr für ihn tun. Damit war's das. Alles klar. Alles klar. So, hältst du den Schuss aus, Raffi? Ja, ich habe wieder volles Leben. Nein, verdammt. So. Ich bin leer geschossen. Warte, eins brauche ich noch, dann bin ich Level 14. Bist du schon Level 14? Ja, natürlich. Pau. New Entry unlocked. Harry Potter. Ich habe eine New Entry. Schau. Ja, ich weiß, cool. Was das ist. Cool, oder? Cool. Ich bin Harry Potter. Oder, warte, habe ich jetzt schon einen grünen bekommen? Nein, schade, okay. Na gut, aber dann mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich ein Like da lassen. Kommentarfragen sind auch erwünscht. Dann fangen wir das ab nächste Folge an mit den Kommentarfragen, die unter der Folge jetzt stehen. Genau. Wir freuen uns. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.